Leidest auch du häufiger unter Rückenschmerzen, vielleicht nach langen Autofahrten oder nach dem Sitzen am Bürostuhl, dann solltest du heute gut aufpassen, denn ich zeige dir mit meinen Kollegen Nico und Fabi drei Übungen, die du nach Feierabend oder nach der langen Autofahrt machen kannst, um deinen Rumpf langfristig zu stärken und akut gegen deine Rückenschmerzen zu arbeiten. Du brauchst nicht viel mehr außer ein paar Quadratmeter Platz und eine Matte zum Liegen. Jetzt schalten wir gleich in die Übungen, sei gespannt, nimm dir auch gerne schon mal eine Matte und mach direkt mit, dass du die Anweisungen gut verfolgen kannst und ja, deinen Rumpf und deinen Rücken stabilisieren kannst. Übung 1 für heute sind die Dead Bugs. Du brauchst dafür eine Matte und kannst dich schon mal auf den Rücken legen, so wie der Fabi das hier tut. Das erste, was wir jetzt machen, sind die Beine, die Füße besser gesagt, vom Boden abheben, sodass wir im besten Fall den Oberschenkel zum Oberkörper mit 90 Grad öffnen, den rechten Winkel setzen. Das Wichtigste bei der Übung für dich, Fabi, ist, dass du den unteren Rücken stabil auf die Matte drückst. Das heißt, das Ziel ist, dass du mit der Lendenwirbelsäule flach auf den Boden legst und das auch wirklich die ganze Übung durch beide hältst. Jetzt, Fabi, mit dem Rücken schön auf den Boden, streckst du abwechselnd das linke und das rechte Bein gerade aus, versuchst, das Bein leicht über den Boden zu halten und ziehst es dann wieder zu dir. Das Wichtigste für dich zu Hause ist wirklich, dass der Rücken komplett eben auf dem Boden liegt. Wenn du lange sitzt, dann hast du den Hintern tendenziell nach hinten geschoben, die Bauchmuskulatur wird gedehnt. Deswegen ist es nach Feierabend wichtig, eben Spannung auf die Bauchmuskulatur zu bekommen, um dein Becken und auch deine Lendenwirbelsäule da richtig auszurichten und so die Spannung, die du auf dem Rücken hast, besser zu verteilen. Als zweite Übung heute empfehlen wir dir die Superman-Übung. Das ist eine sehr einfache Übung, wo du wieder auf der Matte bist. Der Nico macht uns das dieses Mal vor und du startest hier im Vierfüßler, im Kniestand. Wichtig, und das sieht beim Nico schon ganz gut aus, schau bitte, dass das Hüftgelenk direkt unter dem Kniegelenk ist und deine Schulter, dein Ellbogen und auch dein Handgelenk sauber eine Linie bilden. Das ist wichtig, dass die Kraftverteilung gleich optimal ist. Was du auch sehen kannst, der Rücken von Nico ist sehr gerade. Das heißt, wir machen weder ein Hohlkreuz noch einen Buckel. Wir starten in der geraden und aufrechten Position, falls du einen Spiegel hast, wo du dich kontrollieren kannst. Oder aber auch eine andere Person, die dir Anweisungen gibt, dann nutzt das gerne. Was wir jetzt machen wollen, ist entgegengesetzt den linken Arm, das rechte Bein zu strecken und wirklich in die maximale Hüftstreckung, auch in der Schulter, in die maximale Streckung oben zu gehen. Das halten wir ein paar Sekunden, schließen diese ganze Bewegung dann und machen das gleiche versetzt. Durch diese Streckung aktivierst du eigentlich die komplette rückseitige Kette, das heißt die Rückenmuskulatur oben bis zum Po und der Oberschenkelrückseite und schaffst so, dein Grundgerüst im Körper zu stärken, zu kräftigen und vor allem wieder aufzurichten. Denn denk daran, wenn du viel sitzt im Alltag, dann stauchst du tendenziell deine Wirbelsäule und auch die anderen Gelenke und so stärkst du sie und kräftigst sie. Hier kannst du ruhig 10, 15, 20 Bewegungen machen, davon 2 bis 3 Serien, zwischendrin kurz durchatmen, das reicht völlig aus, um eben diese Muskelgruppen zu stärken. Kommen wir zur dritten und letzten Übung für heute. Das machen Fabio und Nico parallel vor. Und zwar dehnen wir die Seite, die Latissimus-Muskulatur auf. Dafür gehen wir wieder in den gleichen Kniestand, Vierfüßlerstand, wie auch schon bei der Superman-Bewegung. Nehmt jetzt in diesem Fall euren rechten Arm und legt ihn zwischen Hand und Knie der linken Seite durch und versucht jetzt die Schulter so nah wie möglich zum Boden zu bringen, ohne aber, dass ihr euch da wirklich verrenken müsst. Im Anschluss, wenn ihr das ein paar Sekunden gehalten habt, öffnet ihr das Ganze wieder, zieht die Hand über den Boden zurück, öffnet zur rechten Seite und versucht den Arm ganz maximal nach oben zu strecken, so gerade wie möglich senkrecht zum Boden aufzustellen. Diesen Prozess wiederholen wir ein paar Mal und habt ihr einmal die Dehnung der Latissimus-Muskulatur, die auch gerne mal den ganzen Tag unter Spannung ist, und übt auch die Rotation im Rumpf, die sowohl einmal unsere rückenstreckende Muskulatur als auch die Bauchmuskulatur mit kräftigt und dehnt. Und auch hier könnt ihr ruhig 10, 15 oder auch 20 Bewegungen pro Seite machen, 2, 3 Serien davon, und ihr werdet merken, wie ihr von Bewegung zu Bewegung hier beweglicher wird, die Muskulatur warmer. Und mit nur diesen 3 Übungen könnt ihr eben sowohl die Kräftigung als auch die Dehnung in den wichtigen Muskelgruppen nach Feierabend oder nach einer langen Autofahrt durchführen. Das waren auch schon unsere 3 Übungen für eine stabile Rumpfmuskulatur und einen schmerzfreien Rücken. Denk daran, je häufiger du die Übungen wiederholst, und das dauert nur zwischen 5 bis 10 Minuten täglich, ja, desto langfristig schmerzfrei und gesünder bleibst du auch. Wenn du Fragen zu den Übungen hast oder Anregungen, schreib uns gerne in den Kommentar. Sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald.